Heute geht es um die technischen Details von Sony's Project Morpheus Consumer Edition, alles zum Thema Steam Machine, Steam Link und die Source Engine 2 und wie die Nvidia Shield Set-Top Box mit einer 4K-Auflösung das Wohnzimmer-Gaming revolutionieren will. Ich bin Luke und das sind die Techscalibur News. Wir durften ja letztes Jahr auf der Gamescom schon mal ein wenig mit dem VR-Headset Project Morpheus von Sony rumalbern. Das sah dann so aus. So, gleich kommt das Flugzeug. Gleich kommt das Flugzeug. Oh, jetzt, achtet auf sein Gesicht. Achtet auf ihn. Jetzt kommt der Drache. Auf der gerade laufenden GDC haben die Entwickler des Projekts einen neuen Prototypen vorgestellt. Diese Version schlägt jetzt mit einem 5,7 Zoll OLED-Display und 960 x 1080 Pixeln pro Auge, also insgesamt Full HD, auf. Mit 120 Hertz ist auch die Bildrate laut Aussage von Sony ideal, um mit der PlayStation 4 zu laufen. Das ist nämlich da nativ, was jetzt zum ersten Mal offen kommuniziert wurde. Die Reaktionszeit ist auf 18 Millisekunden runtergedreht, das ist halb so viel wie vorher, und das Sichtfeld beträgt gerade mal 100 Grad, was eigentlich auch okay ist. Warum sage ich gerade mal? Das Teil ist leichter und angenehmer zu tragen als ein Vorgänger und obwohl wir noch keinen festen Preis kennen, soll die Brille für uns Nutzer schon im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Leider Gottes wurde ja gestern doch kein Half-Life 3, Portal 3 oder Left 4 Dead 3 von Valve präsentiert. Ihre Zahlenparade, die uns gestern so anstachelte, war wohl mal wieder lediglich Werbegetrommel. Aber nichtsdestotrotz haben sie ein paar sehr geile Dinge vorgestellt. Zum einen wäre da ein Release-Termin für die Steam Machines, die schon diesen November mit ca. 500 US-Dollar auf den Markt kommen. Dieser Wohnzimmer-PC vereint dann perfekt das PC-Gaming über das SteamOS und der riesigen Spielebibliothek von Steam mit dem gemütlichen Couch-Komfort. Auch ein eigener vielversprechender Controller, der im Einzelnen 50 Dollar kostet, wird dazu geliefert. Wem aber 500 Scheinchen zu teuer sind, kann mit dem Steam Link auch einfach sein Game vom PC live ins Wohnzimmer streamen und mit dem Steam Controller so spielen. Dabei lassen sich alle PCs, Macs, Linuxes und Steam Machines im Haus verknüpfen und man kann bequem alles von da aus zocken. Zählt man dann noch die Vive VR Brille dazu, haben wir ein sehr spannendes Jahr 2015 für alle PC Master Race Gaming Fanboys vor uns. Doch nicht nur die Steam Machines von Valve wollen das Wohnzimmer-Gaming geiler machen. Auch Nvidia präsentierte ein neues Gerät aus seiner Shield-Serie. Mit dem Android-TV-Betriebssystem, einem Tegra X1-Prozessor, welcher die doppelte Leistung der Xbox 360 bei halb so viel Energie liefert, könnte das ganz nett werden. Dazu kommt der eigentliche Paukenschlag. Die Set-Top-Box zeigt ihren Content nämlich mit 4K, also UHD und 60 Frames in der Sekunde. Intern hat das Ding leider nur 16 GB Speicherplatz, aber es kommt mit einem Micro-SD-Slot zur Erweiterung und zwei USB 3.0-Slots für zum Beispiel externe Festplatten an. Gut, soweit kennen wir das Ganze ja schon vom Fire TV, der aber in Sachen Gaming hart abkackt. Aber Nvidia plant einen Shield Store, in dem zum Release schon mehr als 50 Spiele stehen sollen. Darunter sind Half-Life 2 Episode 1, KOTOR und Portal. Aber auch neuere Spiele wie Borderlands, The Pre-Sequel, Doom 3, BFG Edition und Crysis 3 laufen auf dem kleinen Kästchen, das für 200 Dollar verkauft werden soll. Die Leistung dafür holt sie sich aus der Cloud. Was meint ihr denn? Werden die selbsternannten Gaming-Revolutionäre dieses Jahr den Konsolen eine Konkurrenz im Wohnzimmer machen? Würdet ihr euch eine Shield Set-Top Box oder eine Steam Machine kaufen? Also eins von beiden, welches davon? Oder vielleicht beides. Wenn ihr neu zu uns gestoßen seid, könnt ihr hier mittig zentral versetzt abonnieren. Und für die mobilen Zuschauer gibt es hier, da diese eine, ein kleines i, über das ihr diese beiden Videos hier sehen könnt. Im Browser könnt ihr danach einfach auf die Annotations klicken, dann seht ihr das auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei und ich gehe dann jetzt mal hier die Sofaritzen nach Kleingeld durchsuchen, weil ich will mir nämlich eine Steam-Maschine kaufen und ich habe ja kein Geld, ne? Also, Beförderung.